Mein Name ist Markus Feuerheisen, ich bin Privatkundenberater in der Volksbank Trier und mein Thema ist heute der KfW Studienkredit. Wie gesagt, der KfW Studienkredit ist eine optimale Finanzierungsform für Studenten. Die Kreditsumme steigt durch die monatlichen Auszahlungen, die zwischen 100 und 650 Euro sein können, sukzessive an. Nach Beendigung des Studiums kann man eine bis zu 24-monatige Karenzphase eintreten, in der man nur Zinsen zahlen muss, beziehungsweise auch sich die Zinsen stunden kann, um danach den Kredit in maximal 25 Jahren zu tilgen. Das Darlehen wird variabel verzinst, zurzeit mit 3,81%. Anspruchsberechtigt ist jeder Student, der die deutsche Staatsangehörigkeit hat, aber auch Studenten oder EU-Staatsbürger, die seit 3 Jahren in Deutschland leben, beziehungsweise auch Bildungsinländer. Gefördert werden grundsätzlich alle Studiengänge an deutschen Hochschulen. Genauere Informationen sowie Anträge finden Sie auf der Seite www.kfw.de.